So, liebe Leute, da sind wir wieder nach diesem kleinen musikalischen Exkurs, sage ich mal. Ja, ich habe nämlich in das Video, ich habe vor dieses Video nämlich einmal kurz eine Musikanlage eingehalten mit meiner Ocarina, in der ich, es geht einigermaßen, in der ich nämlich Zeldas Wiegenlied einmal gespielt habe. Und ja, eigentlich habt ihr das ja gesehen, deswegen muss ich das nicht nochmal erklären. Naja, was soll's, ich habe ja versprochen, dass ich es mache, also habe ich es gemacht. Ja, nur bei den nächsten Liedern, da muss ich echt mal gucken, wie ich das hinkriege, weil da sind einige bei, die sind extrem schwer. Gut, das hier ist jetzt auch nicht ohne, ich muss da gerade mal gucken. Ich glaube, ich bin zu nah an das Mikrofon, deswegen das Mikrofon sagt, ich sehe es laut. Beziehungsweise es, die Ausschläge auf der Audiospur hier, die sagen, das ist ganz schön laut. Ich muss auch ganz kurz... So, das dürfte jetzt schon besser sein. Ja, das klingt doch schon viel besser. Ach ja, im letzten Part haben wir ganz woanders aufgehört. Stimmt, habt da recht. Wir müssen aber, nachdem ich das Spiel nämlich beendet habe, beziehungsweise gespeichert und dann beendet habe, müssen wir nämlich als kleiner Link müssen wir immer von Kukiri ausgehen und als großer Link immer von der Zitadelle der Zeit, aber das werden wir noch sehen. Dementsprechend renne ich jetzt von hier nach Kakariko, da sollen wir ja hin. Weil uns Impa das so gesagt hat. Und ich denke mal, das ist das Schlauste, wenn ich dann den Weg nicht schneide oder so, sondern ihr das alles live miterlebt. Moment, was will Navi denn? Was Salio wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass wir Hyrule retten? Toll, toll, super toll, wird sie sagen. Was soll sie denn sagen? Es ist halt so. Es ist, wie es ist. Und ich hoffe nicht, dass... Bitte lass mich noch rechtzeitig Kakariko erreichen. Bitte. Ich glaube, wenn ich hier ins Wasser fliege, dann komme ich da auf der anderen Seite nicht so raus, wie ich will. Und jetzt können wir die Zugbrücke sehen. Nein, wir hätten es nicht rechtzeitig geschafft. Und ab jetzt kommen auch die Knochengänger. Och, nö. Ich mag Knochengänger nicht. Es wird ganz schön schnell dunkel in diesem Spiel, muss man ja wirklich mal sagen. Aber wir werden doch bald ein Lied erlernen, womit wir den Tag... Wow! Was machst du denn? Ey, kommt da auf den letzten Meter nochmal. Willkommen in Kakariko. Hat normalerweise auch eine sehr schöne Melodie, die wir jetzt leider nicht hören, weil es Nacht ist. Na toll. Na ja. Sag mal, täuscht das eigentlich gerade oder sind das hier... Ich muss hier gerade gucken, weil an meinem Fernseher ist das interlaced. Das heißt, ich sehe immer oberes und unteres Halbbild. Und hier auf der Aufnahme scheint man beides zu sehen, also deinterlaced. Naja, was soll's. Progressive. Na, so heißt das. Progressive. Ich hasse dieses Wort übrigens, das habe ich schon damals in der Schule immer gehasst bei Englisch. Present Progressive und was weiß ich nicht alles und hier war irgendwo eine Skulptulla. Die schnapp ich mir, weil ich es kann. Da ist er ja. Da muss man übrigens auch drauf achten, die Skulptullas kommen nämlich manche in der Nacht und manche sind am Tag zu sehen. Du hast eine goldene Skulptulla zerstört. Du erhältst dafür ein Skulptulla-Symbol. Yay. Okay, Kakariko, irgendwas sollten wir hier machen, aber ich habe vergessen was. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf den Friedhof. Ist, wie gesagt, schon ewig lange her, dass ich hier das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Aber auf dem Friedhof, da weiß ich, da gibt es Sachen, die wir uns jetzt mal holen sollten. Wie zum Beispiel einen Hylia-Schild und das, die Hymne der Sonne oder so, glaube ich, ne? Der Friedhof. Da ist der Totengräber. Ach... Das ist übrigens, was ich witzig finde. Dazu müsste man allerdings... erkläre ich gleich. Hey Kleiner, was hast du jetzt zu suchen? Ich bin Boris, der Totengräber. Ich sehe vielleicht zum Fürchten aus, aber ich bin ganz harmlos. Lass mich dir ein bisschen von meinem Nebenjob erzählen. Ich, der Totengräber Boris, lade ein zur grausigen Grabgruseltour. Das war für mich immer ein Zungenbrecher. Was kommt dabei raus? Was kommt dabei raus? Lasset uns graben und wir finden es heraus. Oh. Willst du, dass ich hier grabe? 10 Rubine für ein Loch. Lass mal bleiben. Vielen Dank. Lieber mal nicht. So, ein ganz großes Grab ist hier nämlich und da müssen wir hin. Hier nämlich. Was steht denn da drauf? Lesen. Königsgrab. Oh nein. So, und wenn wir jetzt nämlich hier stehen und jetzt mal unsere Ocarina rausholen. Unsere Ocarina. Muss ich jetzt kurz überlegen. Ah, natürlich. Ja, die muss ich ja ausrüsten. Ja, speichern können wir auch gleich mal. Ja, wieso nicht? Bei Ocarina of Time 3D, also 3D, ist es nämlich so, da kann man die natürlich auf dem Touchscreen, ist hier natürlich nicht so.
So, ey. Wie ging denn das jetzt? Nein. Ist nämlich ein Unterschied, ob man das wirklich spielt oder ob man das im Spiel spielt, ja? Wollte ich nur mal sagen. Aber zum Glück konnte ich mich dran erinnern. Ich glaube, ich muss mir auch bald wieder einen Zettel machen, wo ich, dass ich weiß, wo welche Lieder sind oder wie welche Lieder gehen. Es regnet, die Erde wird nass. Jetzt kommen Blitze. Ganz schön viele. Hä? Oh, oh. Bums! Wir haben das Königsgrab geschrottet. Ups. Na dann lass mal rein. Hä? Hier steht die Inschrift aus dem Wappen der Königsfamilie von Hyrule. Ja, ist schön. Gut, gehen wir mal ganz kurz ins Loch. Hier werden wir nämlich einmal ein Schild, wenn mich nicht alles täuscht, finden. Nee. Erstmal müssen wir hier alle Gegner killen, soweit ich weiß. Und das sollten wir am besten mit einer Schleuder tun, weil ansonsten wird das nichts. Nee. Hab gerade erst gespeichert. So. Oh, das mit dem Zielen hier, das wird super. Ach, das ist inventiert. Ah, ich bin toll. Das heißt, ich muss nach unten gehen, damit er hier hochgeht. Das ist schon mal super. Jetzt habe ich das schon mal eingestellt, dass ich hier... Junge, man berührt den Control-Stick nur ganz leicht und der macht sofort so ein... Ja. Wow. Ich bin toll. Und der macht sofort so einen krassen Abgang. Da ist noch eins. Aha. Sonst noch irgendwo? Da, wo ich sie nicht sehe, wahrscheinlich. Naja. Navi, was hast du lesen? Erleuchte die lebenden Toten. Will ich aber nicht. So viele Skelette, vor allem das Skelett, das hier, das ist voll, also, ne? Ja, schöne Pappskulptur. Ach, hier steht schon wieder lesen. Flatternde Schatten lauern im Dunkel, solange sie existieren, versperren sie den Weg. Ist alles schon gut, und wo finde ich, wo sind die denn? Müssen hier irgendwo hängen, aber ich kann sie nicht sehen. Toll! Und dabei habe ich schon heller gestellt. Ich höre sie hier. Ach, da oben! So. Tja. Da sieht man mal, so schnell kann es gehen, ne? Sehr schön. Gut, haben wir das zumindest schon mal gemeistert. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Anruf. Dürfte eigentlich nicht. Aber noch kein Feuer, das ist doof. Mit dem Feuer müssen wir noch was machen und jetzt müssen wir aufpassen, lebende Toten. Zombies! Hier müssen wir schnell sein. Wenn die uns kriegen, sind wir so gut wie tot. Nein! Was? Navi? Du wolltest irgendwas sagen. Gehen wir mal einfach hier dran vorbei. Wenn die uns erwischen, also mit 4 Herzen, sind wir wirklich am Arsch. Wollte ich nur mal so sagen, das ist nämlich nicht sehr gesund. So, was steht denn hier? Dieses Gedicht wurde im Gedenken an die treuen Verstorbenen der königlichen Familie verfasst. Das Sonnenlicht, es schwindet bei Nacht, erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zu Mond und zu Sonne erneut. Ewige Ruhe die lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Da ist eine Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Bramstein. Aha. Spiele die Hymne der Sonne. Ha, da ist er, da ist er. Ich denke mal, die wird auch ziemlich schwer auf der Ocarina zu spielen sein, aber ich gebe mein Bestes. Hymne der Sonne gespielt. Oh nein, es ist hell geworden. Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Yay! Ruhelose Seelen wandern ohne Wonne, gib Frieden mit der Hymne der Sonne. Oh, schon wieder eine schöne Lyrik. Ah, gut, dann haben wir schon mal das geholt, was ich hier eigentlich holen wollte. Und dann müsste hier irgendwo ein anderes Grab sein, wo ich den Schild kriege. Ich laufe hier mal weg. Nein, 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 nein. Nein!
Lass mich in Ruhe. Ja, Navi, watch out. Das kam jetzt ein bisschen spät. Na gut, jetzt haben wir hier nichts mit zu tun, also können wir hier einfach weiter. Yay. Gut, zurück. Gräber machen mir Angst. Bleh. Ist schon schlimm genug, dass wir eigentlich in Königsgrab eingebrochen sind. Och, guck mal, es ist wieder Tag, aber es regnet immer noch. So, jetzt muss ich nur ganz kurz überlegen. Irgendwo hier war ein Grab, was man nämlich wegschieben konnte. Und dann wurde der Weg zum Hylia-Schild frei. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, welches das war. Was du es? Mach bloß keinen Ärger, ich sag's Boris. Mach bloß keinen Ärger, ich sag's Boris. Wer ist denn hier? Ja, wer ist denn hier? Ist auch egal. Ach, so. Die Ocarina habe ich noch ausgerüstet. Ach so. Nee. So. Machen wir das einfach, dann wird es nämlich Nacht. Und wenn ich dann, wenn Boris draußen ist, die Gräber verschiebe, dann stört ihn das nicht. Ganz bestimmt nicht. Ich hoffe mal, das ist auch das richtige Grab. Ansonsten kommen hier nämlich Geister und Geister sind nicht lustig. Ich meine, das war hier irgendwo. Ha! 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 Bin ich gut! Bin ich gut! Wie gesagt, das ist schon ewig her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Jawohl. Miep. Das ist natürlich doof. Wieso sitzt da ein Zombie? Der wird uns ziemlich platt machen. Hallo? Hier ist ja nicht mal eine Truhe. Wieso ist hier keine Truhe? Verstehe ich jetzt nicht. Moment. Damit kann man den nämlich paralysieren, soweit ich weiß. Geschafft. Mua. Oh, schnell weg. Schnell weg. Scheiße. Jetzt sind wir am Arsch. Okay, nochmal. Das war jetzt aber knapp, du. Habt ihr gesehen, wie viel Leben die ziehen auf einmal? Wenn man nicht schnell genug weggeht. Oh nein. Ja, das ist eine gute Taktik gegen Zombies, muss man ja jetzt mal sagen, weil da können sie sich nicht mehr bewegen, ne? Kann man auch nicht immer so sagen. Ja, ja, wir sind toll. Wir haben einen Zombie gekillt. Moment. Wir haben einen Zombie, wir haben einen Untoten getötet. Das heißt, jetzt ist der Untote tot. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Bleibst du liegen oder verschwindest du? Ja, verschwindet. Dankeschön. So, nu. Passiert nichts. Also was höchstwahrscheinlich das falsche Grab, oder? Bin ich jetzt doof? Moment, ich versuch's nochmal. Könnte ja sein, dass da was funktioniert. Ich will mir den schon holen, weil da muss ich nicht teuer im Laden kaufen. Und ich meine, das war ja sogar. Gut, dann eben nicht. Das ist doch Mobbing. Okay, wir haben den Zombie gekillt, aber irgendwie... nix. Gut, also war es das falsche Grab. Dann nehme ich mal das. In der Hoffnung, dass das hier besser ist. Muss eine Truhe dabei sein, glaube ich. Das war das Falsche. Nein! Versuchen wir das. Das sind wahrscheinlich alles die Falschen. Ich bin zu doof. Ich glaube, ich weiß wieder welches. Da sind wir aber dann an einer ganz falschen Stelle. Ich versuch's mal hier. Ich meine, hier ist es sogar. Hier oder das nächste. Okay, hier ist es auch nicht. Jetzt bin ich aber verwirrt. Auch nicht? Das kann doch nicht sein. Komm. Bin doch nicht so blöd. Oder bin ich's doch? Antwortet lieber nicht. Dann kann ich in Frieden sterben. Hoffen wir mal, dass es noch lange, lange hin ist. Okay, hier auch nicht. Ach, plündern wir einfach mal alle Gräber in der Hoffnung, dass wir eins finden, was richtig ist. Das war's auch nicht. Na gut, dann haben wir jetzt Geister aufgeweckt. Das soll uns jetzt nicht weiter stören. Es sei denn, die greifen uns an. Na, das klang doch schon mal nach was. Ich habe mich so gefreut, dass es gleich beim ersten Mal an... Ach, da ist es! Da ist er doch! Aha! Was ist das für eine Wand dahinter? Yay! Der Hylia-Schild. Geh ins Ausrüstungsmenü, um ihn mit A auszuwählen. Es gibt noch ein Problem, der ist so groß für uns.
Ich glaube, hier brauchen wir eine Bombe und dann haben wir ein Problem. Mal gucken. Na gut, jetzt haben wir zumindest das schon mal gemacht, was ich machen wollte. Und dafür sind auch nur 15 Minuten draufgegangen. Hey! Na, das ist doch alles wunderbar. Verdammt! Na gut, dann können wir jetzt theoretisch gesehen nach Kakariko gehen. Dann mache ich es mal Tag. Ganz schnell Tag machen, weil das ist toll. Ich mag Tag im Allgemeinen irgendwie mehr in Zelda spielen. Ich weiß auch nicht, wieso das kommt. Yay, der Hahn, der hat gekräht. Ah, dann könnte man hier sogar noch, ich glaube, ein Herzteil sogar abgreifen, ne? Oh, guck mal. In Majora's Mask wäre das jetzt Anju. Was soll ich nur tun? Meine Hühner sind alle davon geflogen. Bitte hilf mir, die Hühner wieder einzusammeln. Hey, können wir theoretisch machen, weil ich glaube, in diesem Part werden wir eh nicht mehr sehr viel schaffen. Oh nein, Kikeriki. Uff. Schön im Käfig. Findet es scheinbar gar nicht so lustig. Aber ich glaube, eins ist ein bisschen komplizierter versteckt. Ne? Mit einem müssen wir hier rüber. Bums. Nicht lustig. Können wir das überhaupt schon machen? Ich bin gerade so ein bisschen am Zweifeln. Ich weiß es wirklich nicht. Müsste jetzt mal gucken, ist hier nicht... Da drüben ist ein Huhn. Ja, Da kommen wir nicht so einfach hin. Nee. Okay, dann hat sich das wahrscheinlich schon mal erledigt, oder? Hallo, Hühnchen! Hühnchen! Fand's jetzt nicht so lustig. Na gut, zumindest ist es von der Klippe... Klippe. Ja, nee, ist klar. Ihr wisst schon, was ich meine, runtergesprungen. Und dann schnappen wir uns ein Hühnchen. Yay! Es stand hinter uns, wir haben vor uns gegriffen und wir haben es trotzdem gekriegt. Also wir sind super. 5 Stück sind es, glaube ich, an der Zahl. Wenn mich nicht alles täuscht. 2. Eins ist, glaube ich, da oben irgendwo noch. Müsste jetzt mal gucken. 1 weiß ich noch. Das ist nämlich ein bisschen mies versteckt. Muss man mal wirklich mal sagen. Das ist nämlich hier. Bums! Wie kommt das Huhn in die Kiste, wenn es davon geflogen ist? Hier gibt es doch irgendwelche Leute, die Hühner nicht mögen, oder? Huch, dran vorbei. So. Huhn geschnappt. Weiter geht's. Yay. Ach, Kakariko, schon schönes Dorf. Aber hier gibt's zum Teil Herzteile. Da weiß ich gar nicht, wie ich da rankommen soll. Zum Beispiel das eine bei der Kuh da drin in dem Stall. Die meisten werden wahrscheinlich wissen, wovon ich rede. Aber manche werden es auch nicht. Huch. Was? Was hat er gesagt? Das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Ich glaube, wenn ich hier springe, das wird nicht funktionieren, oder? Man könnte es probieren, man kann aber auch erstmal hier die Kiste kaputt machen, die nicht kaputt geht. Okay, versuchen wir es. Nein! Ich glaube, das hat nicht geklappt. Fragt mich nicht wieso, aber... Ich glaube, da komme ich ja nicht so einfach hoch. Dafür brauchte ich einen Huhn, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ein Huhn, damit ich einen Huhn holen kann. Klingt logisch. Wir machen das jetzt auf jeden Fall noch mit den Hühnern, würde ich sagen. Wenn wir es denn überhaupt können mit unserer jetzigen Ausrüstung, wovon ich mal nicht aus... Ey! Huhn! 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 Ah! Hapfe! Ich muss jetzt gerade überlegen, wie ist man denn ansonsten darüber gekommen? Dekublatt gab es noch nicht. Tja, das ist jetzt so eine Sache. Na, da oben ist auch ein Huhn. Wie soll ich denn das machen? Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Ich glaube, wir müssen auch irgendwo mit einem Huhn rumfliegen, wenn ihr es täuscht, damit wir einen Huhn kriegen können. Oh, ist das so lange her? Ich weiß es nicht mehr. Hui. Naja, zumindest im Käfig. Ich will jetzt noch mal ganz kurz was ausprobieren, weil wie es aussieht, ist die Kiste wieder zurück. Die Kiste des Untergangs. Er will mich mobben. Eben war die Kiste auch hier. Dann hätte ich mal versuchen können, da hochzu... Oh, das geht auch nicht. Aber wenn ich hier da rüber springe, passt mal auf. Dann klappt das auch nicht. Okay. Aber ich könnte versuchen, ob ich in dem Haus irgendwie auf die andere Seite komme. Höchst unwahrscheinlich, aber man kann es ja versuchen, nicht wahr? Versuchen wir es einfach mal. Ja, die 20 Minuten sind gleich schon um. Ich konnte gar nichts sehen. Hallo? Okay, dann nicht. Ärgern tut mich doch der jetzt schon, ne? Ich glaube aber, das wird wirklich nicht funktionieren, so wie ich das geplant habe. Oder...
Da komme ich auch nicht lang. Ich könnte... Ach, hier ist ein Huhn. Ein Huhn! Ich könnte natürlich hier... Ich wollte noch mal kurz demonstrieren. Man kann mit Hühnern fliegen. Ja, kann man. Aber das kann man, in, soweit ich weiß, in jedem Zelda. Dementsprechend nichts Besonderes. Aber es ist schon irgendwie witzig. Wäre cool, wenn das funktionieren würde. Ich hätte eine Massenhühnerhaltung. Hm? Klasse, du bist richtig lieb. Bring doch noch die anderen zwei zurück, bitte. Ja, ich weiß sogar, wo die sind, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Das ist jetzt das Problem, ne? Ich will auch nicht unbedingt über 25 Minuten machen, weil das dauert dann immer extrem lange zum Rendern. Außerdem habe ich dann immer Synchronisationsprobleme. Das ist total komisch. Das ist wie, als würde man ein Mikrofon zu schnell aufnehmen oder das Aufnahmegerät zu schnell aufnehmen. Eins von beiden nimmt auf jeden Fall zu schnell auf. So, jetzt muss ich mal gucken. Da komme ich nicht lang. Da komme ich aber nachts lang. Bringt mir aber nichts, glaube ich. Man kann es ja mal versuchen. Nachts komme ich da lang, aber das würde mir was bringen? Vielleicht könnte ich die Hühner erstmal rüberschmeißen, damit... Versuchen wir es. Versuchen wir es einfach. Lässt ihr mich vorbei? Ich habe gehört, das Haus unseres Chefs liegt direkt hinter diesem, aber wenn ich... Aber er will nicht, dass wir es wissen. Okay, ich komme dann nicht so einfach lang. Das Ganze ist jetzt schon etwas problematischer, als ich dachte, ja? Das heißt, es ist für mich unmöglich, hier hinten hinzukommen, oder? Ich weiß, da gab es irgendeinen Trick. Skulltula? Skulltula, wo bist du? Ich hab dich gehört. Ich meine es ernst, ich hab dich gehört. Tja, Hier hat auch irgendwas. Aha! Erwischt! Au! Oh, hat gebissen, das Scheißviech. So, du hast eine goldene Skulltula. Dann haben wir zumindest zwei Skulltulas in diesem Part. Ja, super. Wow, wir haben ja richtig was, obwohl eigentlich haben wir schon was geschafft, ne? Jetzt mache ich es nochmal Tag, weil... Im nächsten Part gehen wir nämlich auf den Todesberg. Bom, 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 bom. Ja. Kikiriki. Super. Gut, dann würde ich fast sagen, kann ich ja hier eigentlich den Part so beenden, ne? Wir haben uns Kakariko ein bisschen... Oh nein, ich fall von der Klippe, nein! Wir haben uns ein bisschen so Kakariko angeguckt. Ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen, auch wenn wir nicht wirklich viel gemacht haben. Wir haben das Hylianische Schild, also den Hylia-Schild haben wir geholt. Wir haben die Hymne der Sonne erlernt und wir haben ein bisschen Kakariko erkundet, okay. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part dann auf dem Weg zum Todesberg, ne? Also, wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, vielleicht auch einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis denn irgendwann, euer Renji. Bye.